Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips, und heute geht's weiter mit Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, in der letzten Folge, nachdem wir die Quest mit der guten Kayra abgeschlossen haben, diese Nebenquest, und die Kayra nach Kaer Morhen verfrachtet haben, beziehungsweise ihr empfohlen haben, dorthin zu gehen, haben wir uns am Ende der letzten Folge hier noch mit dem Weideler getroffen und wollen jetzt bei der Hauptquest mal so ein bisschen weitermachen. Wir sollen für den Weideler, ja, die Prinzessin, so eine kleine Ziege finden. Und ich würde sagen, wir werden mal den Spuren hier folgen. Glaube ich. Glaubt er? Okay, ich denke, von hier ist sie gekommen. Noch ein Hinweis. Ja, das ist der Stall. Dann wird sie wahrscheinlich hier so lang gelaufen sein. Und irgendwo. Ja, er zeigt jetzt hier immer überall, dass ich das untersuchen kann. Okay, das zeigt mir wahrscheinlich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Werde ich hier mal lang. Wie gesagt, ich muss natürlich nochmal zwischenspeichern einmal. So. Und dann, dass hier irgendwas Unvorhergesehenes noch passiert. Denn ich mag das nicht immer so früh wieder, beziehungsweise relativ spät wieder einzusteigen, falls mal doch irgendwas schief geht. Da hinten grummelt nämlich schon irgendwas. Das sind bestimmt wieder irgendwelche Wölfe oder so. Was ist hier eigentlich los? Geht die hier immer um den Baum rum, oder was? Noch ein Hinweis. Ja, noch ein Hinweis. Okay, da sind irgendwelche wilden Tiere. Da leuchtet doch irgendwas da hinten, oder? Seht ihr das auch? Und ich höre auch ein Ziegengeräusch. Hier sind irgendwelche Wölfe. Ah ja, das habe ich mir schon gedacht. Nun gut, dann kommt mal her. Oh ja, die haben wir alle erwischt. Schwalbetrank rein. So, jetzt kriegen wir den doch, oder? Okay, den hätten wir. Alles klar. Gut. Ja, wir haben auch noch volles Leben. Das passt. Wir sind auch am helllichten Tag unterwegs. Wir haben da ja diesen Skill, dass wir unser Leben regenerieren, wenn wir ja tagsüber uns auf jeden Fall fortbewegen. Hier ist irgendwas. Und ich höre das doch schon. Glaube ich. Ich höre die doch schon irgendwo hier. Da vorne vielleicht. Ah, hier ist noch ein Kraut. Das nehmen wir noch mit. Noch ein Hinweis. Was ist das denn hier? Das ist doch auch ein Kraut, oder? Können wir das nicht mitnehmen? Oder buggt das da? Das ist wahrscheinlich komisch angezeigt. Was ist das hier? Gut. Naja, das heißt, ich bin noch auf der richtigen Fährte. Hier entlang, glaube ich. Noch ein Hinweis. Okay, wo könnte sie sein? Ich hatte sie doch schon gehört irgendwo. Ich scheine mich wieder zu entfernen. Ah, da ist er. Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Gut. Naja, wir müssen diese Glocke benutzen, glaube ich, ne? Na los, gehen wir zum Weideler. Genau. Komm, gehen wir zum Weideler. Ich sag, wir müssen hier irgendwo hoch. Ich hätte es wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Komm schon, verdammt! Ist das hier eigentlich? Das sieht auch recht interessant aus. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Hier ist irgendwas Interessantes. Ich glaube, da will ich da später nochmal hin. Da ist ein Bär. Ach du Scheiße. Greift er uns jetzt an? Ja, der hat uns schon getriggert. Ist das nicht der erste Bär, mit dem wir es aufnehmen? Ja, die Bären sind relativ simpel, meiner Meinung nach. Darf sich nur nicht treffen lassen. Denn dann machen sie nämlich dicken Schaden. Immer von hinten angreifen. Jetzt hat er mich erwischt. Neues Quen rein. Okay, jetzt ist Quen erstmal weg. Kurz abwarten, dass sie wieder genug Ausdauer haben. Jetzt haben wir sie. Okay, den hätten wir, alles klar. Gut, und hier ist so ein Höhleneingang. Da will ich auf jeden Fall auch mal reingehen. Was ist das hier? Da liegt irgendeine tote Frau. Da will ich auf jeden Fall auch mal reingehen. Aber erstmal will ich die Prinzessin wegbringen. Nicht, dass die jetzt irgendwie noch angegriffen wird von irgendwas. Werden wir die hier stehen lassen. Hier entlang, euer Gnaden. Komm mal mit hier.
Na, die Wölfe haben wir zum Glück ausgeschaltet. Das heißt, die sind hier erstmal kein Problem mehr. Na, kommt sie? Ja, da ist sie. Die kleine Prinzessin. Wo zur Hölle bist du hin? Ah, jetzt läuft sie wieder weg hier, oder was? Bleib mal hier. Komm her. Ein Bär hat die Gegend unsicher gemacht. Gut, dass ich ihm vorher begegnet bin. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Okay, sie wäre da wahrscheinlich reingelaufen in diese komische Höhle. Beziehungsweise da, wo der Bär war. Und hätte da wahrscheinlich Schaden gekriegt. Von dem her war das ganz gut, dass wir das da so ein bisschen vorher abgecheckt haben. Na, kommt das Vieh jetzt? Na komm. Komm, kleine Ziege, komm. Es ist nicht mehr weit. Vorne ist schon die Weidlerhütte. Hier ist noch ein Kraut. Das nehmen wir noch mit, natürlich. Oh, ich läute einfach nochmal was. Schütze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. So, da ist der Weidler. Nirgendwo zu finden. Na doch, hier ist er doch. Prinzessin, lauf dem Weidler nicht davon. Hier gibt es nirgendwo zu. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Hilfst du mir jetzt? Packen wir es an. Ich frage ihn mal, ob er uns jetzt hilft. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf hilft dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Gut, bin gleich zurück. Reicht das? Lebt die noch? Schüssel mit hier, Schüssel fort. Blut, ich sehe Blut. Wessen? Nicht Annas, nicht Tamaras, das eines Kindes. Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Das Kind lebt, obwohl es tot ist? Das macht irgendwie wenig Sinn. Das reicht mir nicht. Ich muss mehr wissen. Du erwähntest ein Kind. Wessen Kind? Okay, ich mach jetzt mal das hier. Schon vorbei? Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Du erwähntest ein Kind. Wessen Kind? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja. Hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Das ist natürlich interessant. Woher weißt du das alles? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Was hat der Baron damit zu tun? Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Je zornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch je zorniger. Hat er seine Familie misshandelt?
Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidelar ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Das Kind, was ist mit ihm geschehen? Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Wozu brauchst du sein Blut? Wie kann ich den Fluch aufheben? Ich muss wissen, wo der Fehlgeborene ist. Wozu brauchst du das Blut? Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Was ist das für ein Ahnenfest? Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Halbkerzen durch die Dunkelheit führen, ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Hört sich interessant an. Wie kann man den Fluch aufheben? Ja, das ist natürlich das Wichtige. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Aimruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Nun gut, ich muss wissen, wo der Fehlgeborene ist. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Ja, das heißt, wir müssen wahrscheinlich mit dem Baron reden, oder? Lies im Bestiarium, um mehr über Fehlgeborene zu erfahren. So, hier hatten wir uns natürlich schon umgeschaut, das heißt, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr gucken. Und ich glaube, das machen wir auch mal. Wir gehen da mal kurz rein und schauen uns das Ganze mal an, was das hier mit dem Fehlgeborenen. Was haben wir hier eigentlich noch? Geister. Ach ja, hier die Pestmaiden. Ist das ein Relikt oder was? Ach nee, das ist der hier. Den da. Gegen den haben wir nicht gekämpft. Da haben wir nur gesagt, dass er die Bauern da irgendwie ein bisschen in Ruhe lassen soll, ein bisschen entgegenkommen soll. Hier ist der Fehlgeborene. Mal schauen, was ist denn gut dagegen? Verfluchtenöl und Axi. Okay, das ist natürlich interessant. Verfluchtenöl und Axi. Einen Fehlgeborenen hässlich zu nennen, ist, als würde man Scheiße als nicht besonders lecker bezeichnen. Es ist keine Lüge, aber die einzige Wahrheit ist es auch nicht. Fehlgeborene sind wohl möglich die abstoßendsten Kreaturen, mit denen Hexer das Missvergnügen haben können. Sie entstehen aus Toten, ungewollten Säuglingen, die nicht beerdigt werden und haben das Erscheinungsbild eines halb verwesten Ungeborenen. Das ungeformte Fleisch verzehrt von Hass, Angst und Bösheit. Diese grässlichen Kreaturen nähren sich vom Blut schwangerer Frauen und werden von solch irrsinnigem Hunger getrieben, dass ihre Opfer meistens sterben. Fehlgeborene steigen nachts aus ihren Verstecken und schleichen sich an die Betten werdender Mütter, wo sie diesen und ihren ungeborenen Kindern im Schlaf die Lebenskraft rauben. Derart belagerte Frauen haben zunächst schlimme Träume, gefolgt von Fieber, Delirium und allgemeiner Schwäche. Nach einigen solcher Nächten
Nächte sind sie nicht mehr in der Lage, sich zu verteidigen. Dann greift der Fehlgeborene direkt an, schlägt die langen Fangzähne in ihre Körper und trinkt ihr Blut, bis sie und das Ungeborene gemeinsam sterben. Fehlgeborene sind etwa 1,5 Meter groß, können jedoch in Gefahr sowie nach ausreichendem Blutkonsum die Form ändern. Dann verwandeln sie sich in deformierte Männer, gebeugte und einen Affen gleichend bewegen sie sich mit Hilfe ihrer Arme fort. In dieser Erscheinungsform sind Fehlgeborene stärker und wilder. Sie stürzen sich direkt in den physischen Kampf, beißen ihren Gegner und greifen ihn mit scharfen Klauen an. Der Fluch von Fehlgeborenen lässt sich aufheben, indem man sie in Tölpelbolde verwandelt. Dies sind Wächtergeister des Herdes. Sie wachen in dem Haus, das ihnen kein Zuhause wurde, über die Familie, deren Teil sie nicht werden durften. Okay, das heißt, wir müssen den in so einen Tölpelbold verwandeln. Und dann wird er ja irgendwie als so ein Geist über dem Haus dann irgendwie wachen oder so. Wo er halt ja sozusagen nicht leben durfte. Das heißt beim Baron irgendwo. Und wir müssen also auf jeden Fall als nächstes mit dem Baron mal darüber sprechen. Bevor wir das machen, will ich allerdings mal kurz gucken, was wir sonst noch so für Aufgaben haben. Wir könnten mit dem Baron jetzt sprechen. Haben wir sonst noch irgendwelche Quests? Das ist eine 7er-Quest hier, sprich mit dem Jäger Nilen. Das können wir dann auch bei Zeit mal machen. Dann haben wir hier noch den Ponta. Da kommen wir nicht drüber. Das hatten wir versucht, dass er die eine Quest fehlgeschlagen. Ich glaube, das haben sie mittlerweile auch so ein bisschen gefixt. Ich glaube, das war irgendwie so ein Bug, dass die da so ein bisschen fehlschlägt. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt funktioniert. Können wir jetzt auch leider nicht mehr machen, weil wir es ja, wie gesagt, schon fehlgeschlagen haben. Und ja, was haben wir hier noch? Monster im Wald. Sprich mit dem Kommandanten des Wachposten bei der Brücke nach Novigrad. Okay, Novigrad ist relativ weit weg. Wir können mal ganz kurz gucken. Beziehungsweise die Brücke nach Novigrad, genau, die ist nämlich hier oben. Das heißt, das ist relativ weit entfernt. Da werden wir uns dann wahrscheinlich auch erstmal noch nicht aufmachen. Und ich denke, wir werden dann wirklich zum Baron gehen, ne? Das ist hier auch gleich. Der müsste dann hier irgendwo sein. Ich denke, das wird so das nächste sein, was wir anpeilen werden. Das heißt, wir machen dann doch erstmal, das ist die falsche Familienangelegenheit. Genau, wir gehen ja zum Baron und sprechen einfach mal mit dem. Moment, der Weideler, der verkauft Sachen. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Was ist das denn hier? Kommen viele Dörfler vorbei? Kommen häufig Leute aus dem Dorf her? Oh, wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie zum Weideler. Hilfe wobei? Wenn die Toten ruhelos sind, muss Frieden gemacht werden. Doch sie müssen bis zum Ahnenfest warten. Oder wenn ein böser Geist in einem Haus umgeht. Den kann der Weideler austreiben. Und wenn ich einen Liebestrank bräuchte? Dann müsstest du zur Hexe gehen. Das ist des Weidelers Sache nicht. Aha, okay. Gut, dann schauen wir mal, was er für Waren hat. Ich werde ein paar Zutaten für Tränke gebrauchen. Was hast du denn da? Ah, der hat auch relativ viele Manuskripte hier. Das sind auch wieder diese Runensteine. Das ist natürlich interessant. Dann wissen wir, dass wir die ja auch bekommen. Denn mit der Kera, an die kommen wir jetzt natürlich nicht mehr dran. Und uns fehlt jetzt noch die eine große Igni-Glyphe, glaube ich, ne? Ne, die Quen-Glyphe. Genau, die hier fehlt uns noch. Sind die anderen eigentlich jetzt verschwunden, weil wir die schon gekauft haben? Das würde mich mal interessieren. Kleine Igni, kleine Jürden. Die kleine hatten wir noch nicht gekauft. Wir hatten nur die mittlere. Und die scheint hier nicht mehr zu sein. Das heißt, die verschwinden dann hier wahrscheinlich auch. Ich denke, hier werden bloß die angezeigt, die man, die man noch nicht hat. Das heißt, ja, das ist eine gute Sache. Hier, die Dinger, diese Runensteine sind schon ziemlich teuer, ne? Wenn man sich das anguckt, 366, so viel Geld haben wir aktuell gar nicht. Was haben wir hier unten noch? Zutaten, naja, gut. Und hier hat er noch Nordwind. Diese ganzen Bomben sind natürlich auch interessant. Weiße Möwe, Rezept zur Alkoholherstellung, Rezept Ether. Wird für alchemistische Zubereitung gebraucht. Nun gut, ich denke, wir kaufen hier erstmal nichts. Aber wir wissen ja jetzt, wo es dann diese Manuskripte gibt. Auf jeden Fall beim Weideler nämlich. Die Sache ist natürlich, der darf natürlich nicht sterben oder so. Je nachdem, wie die Quest hier noch weitergeht. Vielleicht bekommen wir es ja nochmal mit dem zu tun. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal auf zum guten Baron. Ich schau mal, wie wir da am schnellsten hinkommen. Am besten einfach hier drüber und dann Schnellreise. Oder wir reiten da einfach mal hin. Ich glaube, wir reiten da einfach mal hin. Weiter so, Blitze. Ein Blitzeinschlag? Oh, was ist da passiert? Ein Blitzeinschlag, sagt er.
Aber wollen wir mal ein bisschen Gas geben, vielleicht mal ein bisschen schneller reiten. Scheinbar brennt's da. Gucken, ob wir da helfen können. Ja, da brennt's lichterloh. Leute! Leute! Und los, ruhig. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Okay, ich versuch's. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Gut, dann wollen wir mal schauen, dass wir dem da helfen können. So. Okay. Da ist der Baron, ja. Ich kletter hier einfach mal hoch. Ich werde mich hier mal umschauen. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Da gehen wir natürlich nochmal. Die lassen wir dann natürlich nicht stehen. Okay, ich muss mich beeilen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier Art gebrauchen können. So, wo geht's hier lang? Hier kommen wir durch. Nein. Hallo, hier! Ich kann hier nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Ja, dann. Ich komm dich holen. So, was müssen wir machen? Die Pferde rauslassen, oder? Nee, nicht da hoch. Das Tor! Ja, wo ist denn das Tor? Hier, oder? Öffne das Haupttor! Hä? Ah, Sauerstoff ist wieder da. Ich hoffe, wir haben das geschafft. Okay, ein Pferd ist gerettet, zwei Pferde. In unserer Mitte. Du hast dir einen fast lyrianischen Walz verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ich zermalme dich. Verdammt. Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Boah, jetzt schlägt er uns hier auch noch zu Brei. Ach Mist. Naja gut, ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir das geschafft haben da jetzt mit dem Feuer. Ich glaube, das machen wir dann auch einfach nochmal. Okay, wir versuchen das jetzt nochmal mit dem Feuer hier, weil ich glaube, wir haben das nicht ganz geschafft. Beziehungsweise, ich glaube, wir waren da einen Ticken zu langsam. Bin mir da nicht ganz sicher. Darum machen wir das jetzt einfach normal. Und wir wurden ja dann eh vom guten Baron umgeklatscht. Also können wir das auch ruhig nochmal hier so viel Rauch. Bisschen früher laden. Ah, ich habe gleich mal das Art ausgewählt. Und da oben steht nämlich der Sauerstoff. Wir haben da nicht allzu viel von. Müssen hier runter jetzt, schnell. Hallo, hier! Ich kann hier nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Okay, wir machen jetzt hier alle Pferdedinger auf. Ich komm dich holen. Okay, öffne das Haupttor, sprich mit dem Baron, rette den Stallburschen. Das Tor! Gut gemacht! Okay, wir haben alle Pferdeställe offen und jetzt müssen wir hier noch das Haupttor aufmachen, richtig? Öffnen. Ja, eins, zwei. Zwei Pferde. Genauso wie vorhin, okay. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Du hast dir einen fast lyrianischen Walz verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Okay, jetzt müssen wir gegen den boxen. Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Mal gucken, wie wir das am besten machen hier. Der hat's nämlich ganz schön drauf. Korn auf den Hexer!
Ah, jetzt haben wir ihn erwischt. Na, komm schon. Ah, die harten Schläge sind hier auf jeden Fall auch nicht so verkehrt. Da rafft sich hin, Schwanzlutscher! Na, komm schon. Ausgewichen. Jetzt gibt's von hinten eine. Zack, zack. Oh, jetzt hat er gekontert. Oh Gott, jetzt wollte ich mal kontern, aber das ging leider daneben. Am besten machen wir die Taktik hier. Ausweichen und dann zuschlagen. Ah, der macht das echt gut. Komm schon, komm näher. Oh, jetzt hat er uns fast. Können wir hier eine Schwalbe benutzen? Nee, geht nicht. Jetzt habe ich ihn erwischt. Nochmal. Oh. Ah, jetzt blockt er wieder. Wir müssen schauen, dass er nicht blockt. Ah, nee. Jetzt vielleicht? Jawohl. Wir müssen reden. Ja, das müssen wir. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Anna, wie hat sie dich erzürnt? Du hast deine Tochter nie geschlagen, wirklich? Du wusstest, dass sie geflohen sind. Ich frage ihn mal, wie sie ihn erzürnt. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Was ist jetzt mit der Tochter? Du hast deine Tochter nie geschlagen, wirklich. Ja, das würde mich auch interessieren. Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Du wusstest, dass sie geflohen sind. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Wie sind sie geflohen? Was ist passiert? Sie sind nicht weggelaufen, du hast sie vertrieben. Egal, ich weiß, wie ich sie finden kann. Wie sind sie geflohen? Was ist passiert? Machen wir ihm jetzt Vorwürfe? Ich meine, er sitzt da ja schon wie so ein kleiner Depperter. Wir haben ihn ja schon aufs Maul gehauen. Oder sagen wir ihm, fragen wir ihn erstmal, wie sie geflohen sind. Ich glaube, ich sage ihm das so ins Gesicht. Ich halte dich wirklich für einen Schlappschwanz. Aber nicht, weil du sie nicht bändigen konntest, sondern weil du sie vertrieben hast. Was? Spiel nicht den Idioten. Du hast ihnen keine Wahl gelassen. Anna und ich, es war nicht so, wie es jetzt scheint. Dann sag mir, wie es wirklich war.
Na schön, ich bin ganz Ohr. Erzähl, was passiert ist. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. Na, du armer Kerl. So, was ist mit den Kampfspuren im Zimmer? Hat Tamara alles gesehen? Was geschah dann? Was ist mit den Kampfspuren? Da hat er doch bestimmt auch was mit zu tun. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. Hat Tamara alles gesehen? War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen? Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Was geschah dann? Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding, auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Was hast du mit dem Kind gemacht? Muss ein schrecklicher Anblick gewesen sein. Ich will eigentlich wissen, was er mit dem Kind gemacht hat. Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Reiß dich zusammen. Ich fühle deinen Schmerz. Aber ich glaube, dem ist das nicht so leicht gefallen. Ich fühle mit dir. Wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Lass mich erklären, du musst das nicht genau wissen. Okay, ich erkläre ihm das einfach mal. Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf 2 Arten.
Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Ja, das wird wahrscheinlich auch unser Ziel sein. Also töten möchte ich das eigentlich auch nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich tue. Wo hast du den Fötus begraben? Wo hast du den Fötus begraben? Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Nun gut, ich bin bereit oder ich hole dich später. Ich glaube, an der Stelle beenden wir den Part. Ich mach mal, ich hole dich später. Ich muss erst noch was erledigen. Beeil dich! Und ich? Was mache ich bis dahin? Nüchtern werden. Gute Idee. Genau, an der Stelle werden wir den Part jetzt hier mal beenden. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann genau hier weiter. Da werden wir dann die Familienangelegenheit, ist auch eine 6er-Quest immer noch, werden wir dann da weitermachen und mal schauen, wie das mit dem Fehlgeborenen dann so funktioniert. Ob wir das hinkriegen, dass wir den zum Tölpelbold machen. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.